So, ich bin jetzt hier bei Kiyosho auf dem Stand. Wir haben die Spielwarenmesse 2024 und ich schaue mal drüber, was es hier Schönes zu sehen gibt. Ja, den Torcoma, den haben wir ja schon mal vorgestellt. 2021 Toyota Tacoma TRD Pro. Hier zu sehen, 379,90 gibt es in zwei Farbvarianten als Videoset. Und hier sehen wir mal die Neuheiten von Kiyosho und das, was es schon gibt. Mal ein schöner Überblick. Und was einem auffällt, hier der Sandmaster, der ist jetzt hier ganz neu im Programm. Wir haben zwei verschiedene Farben. Einmal hier unten die Variante 34405T2B. Einzelradaufhänger und Kunststoffdämpfer. Wir haben einstellbare Dämpfer drin. Wir haben hinten eine Einzelradaufhängung. Wir haben einen Braschett-Motor drin und das typische hier Gitterrohrrahmen gelb aus Kunststoff. Coole Reifen dazu, die natürlich beschriftet sind. EZ-Serie jetzt. Gibt es in zwei Varianten. Hier ist die zweite Variante. Sandmaster 2.0 in der zweiten Farbversion, die sehen wir jetzt hier im Bild. So, jetzt schauen wir uns mal das Modell von unten an. Wir haben hier Einzelradaufhängung, hinten den Motor, Kunststoffdämpfer mit den gelben Federn. Wir haben ein Wandchassis unten drunter am Fahrzeug. Wir haben hier Batteriefach, kann man hier rausnehmen und hier nach oben setzen, das Akkufach, also indem man das hier so nimmt und dann wieder hier quasi einrasten tut. So einfach wird dann praktisch der Akku gewechselt und das Fahrzeug sehen wir uns natürlich noch später an. Wir haben hier eine Fahrerfigur, wir haben schöne Kunststoffteile an der Seite für den optischen Look. Das ist hier der Sandmaster 2.0. Und hier daneben haben wir den Rage 2.0 Twin Red. Basis ist das Facer 4WD Chassis MK2 Rigiset. Gibt es in zwei Varianten. Hier mit Orange oder leuchtend Neonorange und hier in Neongrün dazu. Dann haben wir da oben, den kennen wir schon, Phantom E 4WD mit Antrieb, also sprich mal gucken, was wir hier haben mit Kette da unten als Antrieb, aber den haben wir ja schon mal letztes Jahr gesehen. 339,90, 30, 6, 3, 7. So, wir schauen uns mal hier das Modell darunter an. Plattform ist der Facer MK2 mit dem Stockmotor hier drin, G14L. Wir haben gekapselten Antrieb, alles ist kugelgelagert, Einzelradaufhängung, Stoßdämpfer sind einstellbar hier mit den Klipsen. Dann haben wir hier, passt der Akku rein, wird mit dem Klettband festgemacht. Wir haben darunter hier, geschützt ist der Fahrregler, der Empfänger und hier haben wir das Servo davor. Und hier vorne auch die Einzelradaufhängung und hier ganz verstärkt eine Metallplatte, damit dann ja nichts kaputt geht. Sehr schön vom Design her. Felgenringe sind natürlich passend zur Karosserie, je nach dem Fahrzeug. Wir haben hier das typische Wandchassis drunter, was man kennt, Einzelradaufhängung, hier beim neuen Rage 2.0. Und hier haben wir den Madwagon VE3S Monster Truck KB10 Chassis drunter. Und da werden wir auch gleich mal drunter gucken. Hier haben wir einen Neo 3.0 mit dem KE21 SP Motor drin. Kennt man ja den Neon von vielen anderen Events, beziehungsweise Rennen. 1.2 mm ja, hier dickere Karosserie. Es ist, light set ist insert. It's option part. Yeah. Ja. But light buckets are there. Ja, okay, das ist... Das hört er. Und hier haben wir jetzt mal das Chassis sehr versteift. Ne? Wir haben hier eine schöne Chassisversteifung drin im Fahrzeug. Wir haben den
Torx 10L Motor 2850 kV, 4 Pol. Dann haben wir Spritzwasser geschützt hier. Die Empfängerbox stehend eingebaut, das Servo im Fahrzeug und hier hinten haben wir den passenden Regler hier dazu, den ich ja auch schon mal vorgestellt hatte, beziehungsweise wir hatten das Fahrzeug schon mal hier vorgestellt. Stoßdämpfer, Aluminium mit Trenndämpfung drum, also damit kann man die Federvorspannung einstellen und Bestellnummer 34702B. Hier auch sehr schön der Seitenschutz von dem Wangenchassis, also beziehungsweise hier von den Seitenwangen, da kann der Dreck nicht so schnell reinkommen. Dann werden wir uns das mal von unten angucken, das Auto. Hier ein KB10 Chassis als Basis. Sehr schön hier die Skidplatten hinten und hier vorne geschlossene Querlenker sind hier verbaut. Und wie gesagt, man sieht hier die Seitenwangen, die ja sehr schön hoch sind und dadurch relativ wenig Dreck dann auch reinkommt. Und da oben nochmal passend die Karosserie dazu. So, nochmal zur Info. In dem normalen Ready-Set von dem Madwagon, da ist die ganze Kombo so drin, wie es hier abgebildet war, aber nicht das Chassis so an sich. Ne? Das jetzt hier mit den roten Stoßdämpfern, roten Teilen am Servo, das ist hier jetzt wirklich diese neue Kit-Version. 34702B, die kommt ohne Servo, ohne Elektronik, also ohne Fernsteuerung, ohne Motor, ohne Fahrregler. Bloß mal noch, um hier euch nochmal genau zu informieren. Hier oben sehen wir Hanging On Bike, gibt es immer noch die Honda 219 Euro, 34932B ist immer noch im Programm. Leider habe ich nicht erfahren können, ob noch was Neues kommt. Hier drüben haben wir den 2WD Bucky, den Dirtmaster. Der wurde voriges Jahr vorgestellt, hat sich jetzt hier nichts geändert. Dann gehen wir weiter zum Optima mit hier. 549,90 die 30643B hier zu sehen. So, damit hat man, oder beziehungsweise es ist Version von 1987 der WC Spec Edition. So, auf der anderen Seite haben wir hier Inferno MP10E TKI 2, das aktuell neue Modell bzw. das aktuelle Rennfahrzeug von Kyosho im 1:8 Buggy Bereich. Daneben den TKI 3, das ist das aktuelle Nitro Fahrzeug, die Bestellnummer 33026B. Da muss man sagen, genauso wie bei der Elektro-Variante hier bei den Zweien, muss man ganz klar sagen, hier fehlt die Elektronik, der Motor und alles, was so noch dazu gehört. Hier kriegt ihr nur das reine Chassis ohne die Reifen. Außer ihr habt hier so eine Kit-Version bzw. so eine Version, wo ihr das alles schon mit bei habt. Dann gehen wir hier mal runter. Es gibt natürlich das Ganze nicht nur als Kit, es gibt auch eine Ready-Set. Hier der Inferno MP10 1:8 Buggy 569,90. Hier die Nitro-Kit-Version mit dem KE21 SP Motor drin. Elektro-Version gibt es auch, sehen wir hier. MP10E. Mit einer grünen Karosserie, Brushless Power, 689,90. Dann schauen wir hier mal drunter, das ist jetzt hier die absolute Neuheit, die haben wir vor ein paar Tagen vorgestellt. Mercedes GT3 Legend of Spa, Faeser MK2 4WD Ready Set, 299,90, 34424 T2W. Was auch cool ist, ist hier auf Basis auch wieder Faeser MK2 4WD L, ist der Mercedes SEL 1971. Mit sehr schönen hier Details. Ja.
Dann gehen wir hier hoch. Subaru Impreza. Hatte ich kurz vorgestellt. Rallye-Version. Pesa MK2-Basis. Subaru Impreza WRC 202 Rallye. 339,90 hier zu sehen. 34481 T1W. Daneben haben wir eine Chevy-Karosserie. Auch sehr schön. Hier mit dem schönen Motor, der vorne aus der Frontraupe rausguckt. Die Chevelle Super Charged. 449,90 hier von Kiasho. Die 34494 T1W. Basis auch das MK2 Chassis. 4WD natürlich. So, hier bin ich jetzt bei dem Chassis. Ja, ich habe mich noch mal informiert. Die Pesa MK2 Versionen FZ02 Chassis sind alle im Prinzip gleich. Gleiche Aufhängung, gleicher Antriebsstrang. Nur Chassis ist länger bei der Rallye Version und bei allen L Chassis. Wir haben hier ein Wandchassis. Wie schon beim anderen Fahrzeug hier gesehen, beim Rage 2.0. Wir haben hier dicke, fette Knochen. Kugelgelagert ist natürlich der Antrieb. Wir haben einen G14L Motor drin. Wir haben hier den Regler davor. Wir haben einen Brachette-Motor hier noch drin. Und der Regler davor. Davor ist der Schalter, der Empfänger. Und hier vorne das Servo ist hier jetzt verbaut. Hier sogar mit. Guckt euch mal an. Aufhängung ist fest. Also ist nicht einstellbar. Aber muss man auch nicht einstellen. Man kann da auch nichts herstellen, das ist das Schöne. Wie gesagt, die Faser-Plattform ist im Prinzip überall identisch. So, Wandchassis unten drunter, wie schon beim anderen Fahrzeug, hier sehr schön das Ganze gelöst. Und das ist halt die Basis auch von dem Fahrzeug und von dem Fahrzeug und von dem hier oben. So, guckt euch das mal an hier. Chevrolet und hier der Daihatsu 240/70. Hier haben wir ein schönes Fahrzeug in Schwarz gehalten. Von Kiosho. Die haben ja hier so eine schöne edle Serie, die sie auf den Markt gebracht haben mit verschiedenen Karossen. Hier ist die Chevy Bel Air Coupé 1957. Und zu sehen, ihr guckt euch das mal an und dahinter ist eine schöne Pickup-Karosse. Of course, if you bring the design from the SLC to the old one, so okay, it's more original. Not like the, this is a 50-year celebrity. Yeah. Yeah, yeah. But the original. So, das war ja der C10 Flightside-Pickup 1966. So, dann sehen wir uns hier mal die neue Akkulinie an. Pink Performance-Akkus. Für 2S, 3S und auch 4S-Varianten gibt es hier. Die gibt es auch als Nickel-Metall-Hydrid, wie ihr hier seht. Und es gibt auch die als Softback und als Hardback, auch als Empfängerakku möglich. Hier auch die kleineren Varianten gibt es auch als Akkus. Es gibt auch einen Lipo-Sack, eine Lipo-Tasche da hinten, Link Performance. Sollte man auf jeden Fall immer auf seiner Kiste haben. Was haben wir hier? Das Mini-Z Evo 2 Chassis MR4 mit 4100 kV Motor hier drin. Dahinter haben wir den 5600 kV Motor drin als Variante und alternativ habt ihr die 8500 kV Variante. Und hier neu Mini-Z Autos gehen, das war ein Skyline Limit Edition, 69,90 hier die Karosserie. So, dann gehen wir mal hoch. Wir haben hier Toyota Land Cruiser Karosserie. Da hinten auch nochmal Land Rover Defender Grey Black MX1 hier im Bild, hier in der mit einem weißen Dach und der grünen Edition, da hinten seht ihr auch die Artikelnummer, da komme ich natürlich hin, jetzt hier den Toyota Land Cruiser 300. Haben wir hier Rubicon
Land Cruiser hier. Beziehungsweise der Jeep Wrangler, nicht der Land Cruiser, Entschuldigung. Da war ich schon wieder wo ganz anders. 32521Y, hier der Rubicon Jeep Wrangler. Da hinten seht ihr die Fernsteuerung, die es zu den Fahrzeugen gibt. Hier nochmal ein Überblick, Historie auf Mini-Z und 2024 fehlt noch, aber das werden wir sehen, ob noch was Neues kommt. Hier haben wir noch ein paar Mini-Z, ABD White Version vom Subaru Impreza, hier in einer anderen Lackierung rot-weiß. Hier haben wir eine schwarze Variante, Toyota Sprinter Torino AE 86 der Jahres, in der schwarzen Variante in Gunmetall. Und hier haben wir Hellcat Jubel und in Red Dodge Challenger SRT. Gehen wir mal nach oben. Mini Z Inferno. DKI 3 Pink Queen Edition. Hier haben wir den Inferno in der Blue Yellow Edition, 4WD, MB10, MB010 Chassis drunter, Redeset 249,90. Hier sehen wir mal einen Überblick vom Chassis und hier ein paar coole Onroader, hier ein Mercedes. Mein Fehler, dann bin ich nicht verschiedene. Guckt euch das mal an. Mazda 787B und hier eine Limit Edition. McLaren Senna P1 GTR Limit Edition. 60 Jahre Piaggio. So, wir haben hier noch ein paar andere Modelle, die Piaggio hier mitgebracht hat. Gehen wir mal kurz durch. Guckt euch das mal an. Das ist natürlich richtig fetzig. Guckt euch das mal an, was man hier noch für Standmodelle hat, die es hier gibt. Guckt euch da hinten an, mit kompletter Innenausstattung, Motor, Lancia Delta HF 4WD, das bietet auch Piaggio an, hier, also Piaggio Europa hier. Das ist schon der Hammer, ne? Wenn man hier so sieht, ne? Euch das mal an. Richtig schöne Modelle, die es hier bei Piaggio gibt. So, das war mal ein Messerundgang hier bei Piaggio am Stand. Und ich hoffe, es hat euch hier gefallen.